Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Demon Heart. Wir sitzen gerade im Kerker und man hält uns scheinbar für einen Dämon oder zumindest einen... Ja, ein Demon Heart. Dafür hält man uns wohl scheinbar. Und wir haben letztes Mal einen sehr gruseligen Typen kennengelernt. Wir haben sein Gesicht nicht gesehen, er hat uns scheinbar einen Muffin mitgebracht, kam aus Scarswell. Ich hoffe, er ist nicht der Bruder von Chance. Weil es gerade mit einem Und weitergeht, schauen wir mir das Protokoll an. Nun ja, also er hat uns ein Kompliment irgendwie gemacht. Ich meine, wenn er davon ausgeht, dass unsere Haare nicht die besten... Vielleicht findet er uns gar nicht so furchtbar. Und außerdem hat er uns ausnahmsweise mal wieder als Menschen wahrgenommen. Das war auch ganz nett. Also, der Fremde schaute mich noch ein letztes Mal an. Aber ich konnte sein Gesicht immer noch nicht sehen. Er ging, ohne mir eine Erklärung zu geben. Und ich bleibe zurück. Moment. Um wieder einen Tag in der Dunkelheit dieses kalten Kerkers zu verbringen. You, Demon, wake up! Hey, Arsch, verschwinde. Was, warum, ja, was, ich meine, ja, vermutlich weckt er uns einfach mal unfreundlich. Was? Your cell's unlocked. Get out. Was? Wieso lässt du mich frei? Darauf falle ich nicht rein, Bastard. Ich schmeiße mich gegen die Gitter, ungeduldig herauszukommen. Nein, ich traue der Sache gerade nicht. Darauf falle ich nicht rein, Bastard. Es ist wahr. Götterverlassener Dämon, schau. Verfluchter Dämon. Du hast deine Kette in der Hand, ich traue dir nicht. Geh weg. Er spuckt auf den Boden. Du hast Freunde in der südlichen Allianz. Naja, nicht auf dieser Seite der Allianz. Die südliche Allianz. Das muss heißen, dass der Lord von Feline eine Abmachung mit dem Lord von Scarswell eingegangen ist. Ich weiß nicht, wieso Lord Second dem zugestimmt hat, wenn er doch oft öffentlich verkündet hat, dass er von Lord May, was er von Lord Mays und seinen Methoden hält. Der Mann, der hier gewesen war, der Wärter hatte ihn Sir genannt. Könnte er einer der berüchtigten Scarswell-Ritter sein? Okay, diese Freunde, was wollen die Freunde? Das ist eine gute Frage. Vielleicht, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er uns viel sagt, aber vielleicht hat er so viel Verachtung dafür übrig, dass er es trotzdem tut. Oh. Eine Art Mission, hoffentlich um dich abzumurksen, diesmal für immer. Raus mit dir. Deine neue Schlampenfreundin wartet oben. Ach du Heilige. Eines Tages komme ich dich holen. Ich gehe ohne Erwartung. Nein. Ganz ehrlich, das würde ihn nur darin bestätigen und... Nein. Wir gehen ohne noch was zu sagen. Aus meiner Zelle stolpernd finde ich eine spiralartige Treppe, die in die Dunkelheit hinaufführt. Ich steige die Treppe eine ganze Weile hinauf, aber der Ort wird kaum heller. Ich weiß nicht, was für eine Art Gefängnis das hier ist. Endlich erreiche ich einen Flur. An der Wand steht er voll mit alten Foltergeräten. Ich versuche gerade ein bisschen mehr zu erkennen. Das hier könnten solche... Ach. Also einfach nur vorne diese U-Form, um jemanden zum Beispiel an der Wand zu halten. Also wenn ihr dem das um den Hals legt, damit er praktisch nicht mehr weg kann. Der Kopf passt nicht durch dieses U. Und wenn man es dann eben an die Wand presst, dann hat er keine Wahl, außer da zu bleiben. Das ist vermutlich eine eiserne Jungfer. Sehr, sehr perfide, da drin sind Stacheln. Das sieht nicht nach Streckbank aus, deswegen... Räder hat man oft genommen, um Leute zu foltern, um sie zu rädern. Also die... Man hat die... Gliedmaßen... Ja gut, die muss jetzt nicht auf Foltermethoden eingehen, aber... Aber ich sehe hier... Also außer wenn es eine eiserne Jungfrau ist, sehe ich hier tatsächlich nicht so viel, was ich persönlich als Foltergerät ausmachen würde. Und ich habe ein bisschen Angst, wer unsere Freundin ist und dass tatsächlich Chance oben steht. Okay. Ein Licht kommt aus einiger Entfernung. Oh. Schatten bewegen sich, als mir die Frau mit der Fackel in der Hand entgegenläuft. Okay, also hier seht ihr ja, was ich meine, aber das ist noch... Oh, da sind Stacheln drauf. Okay, jetzt weiß ich, warum. Foltergerät. Und das ist ja noch perfider. Das heißt, du normalerweise kannst, wenn es innen flach ist, könntest du dich dem natürlich noch entgegenbäumen und versuchen, deinen... Ja, den Menschen zu erreichen, der
der dich da festhält, aber wenn da Stacheln natürlich sind, dann wäre das mehr so ein bisschen selbstmörderisch. Und da oben, ich weiß gar nicht, ob das da oben drin auch Foltermethoden sind. Also eine Frau mit einer Fackel kommt auf uns zu. Ihr schöner weißer Umhang reflektiert das Licht, als sie sich mir nähert. Und es ist nicht Chance, da bin ich froh. Weiße Umhänge sind normalerweise die Kleidung der Scarswell-Gesetzeshüter. Da wird es klar. Der Verschluss mit einem mauerförmigen Emblem. Scarswell. Wir haben in Feline Katzen. Don't be afraid. I'm the one who brought the order for your release. Danke. My name is Rose Jaden. I'm an ambassador of Scarswell. Schön, dich kennenzulernen, Rose. Ich freue mich ehrlich. Es ist so schön, dich zu sehen. Du bist nett zu mir. Für mich sieht sie mehr wie eine Halsabschneiderin aus. Das ist mir gerade total egal. Sie hat uns da rausgeholt. Hi, hallo Botschafter. Mein Name ist Bright. Wir stellen uns auch mal vor. Mein Name ist Bright. Habe ich schon gehört. Lord Mace and Lord Second have finally formed the alliance that my lord proposed. Die Ritter und Botschafter von Scarswell sind jetzt offiziell eure Ranghöheren. Du musst mit mir jedoch nicht formell sein. Wo sind wir? Wieso haben unsere Lords eine Allianz geformt? Wieso haben sie mich freigelassen? Ja, wieso haben sie mich... Ich würde auch gern wissen, wo wir sind, aber ganz ehrlich, meine dringendere Frage ist, warum ich frei bin. Something strange is happening in the forest east of Feline. Wargs have started to come out and attack your city. Feline, also tatsächlich Feline. Feline, ich weiß nicht. Ich bleib bei Feline, einfach nur, weil ich mich daran jetzt gewöhnt habe. Tut mir leid. Warg. Warte mal, Wargs heißt... Ist ein Wargs was wie ein Warg? Oder sind das nochmal andere Viecher? Es steht hier halt auch noch nichts dabei. Okay, was sind Wargs? Schon mal einen Spaziergang tief im Wald gemacht? Scheinbar nicht. Also, Wargs sind die Wölfe, nur viel schlimmer. Und sie greifen Menschen an. Einen Baum heraufgetrieben, rief dein Katzenlord um Scarswells Hilfe. Wir haben getan, was wir konnten und trieben die Bestien zurück in den Wald. Aber die Attacken haben nicht aufgehört. Die Kätzchenarmee hält jetzt ein Lager an einer geeigneteren Stelle als Verteidigung gegen die vielen Biester. Okay. Das ist der Ort, an den du und ich jetzt gehen. Warum ich? Ich hab so eine Ahnung. Die halten uns tatsächlich für einen Demon und oder für einen Dämon, Demon halt, und wollen, dass wir mit den Wargs fertig werden, oder? With the healing capabilities you have shown, you will be of vital use in the war. Yay. Oder mit anderen Worten, hey, wenn die Worke dich zerfleischen, wachst du einfach nach einer Weile wieder lebendig auf. Super, wir müssen dich nicht versorgen. Du stirbst uns nicht. Klasse, ich werde Kanonenfutter sein, das sich selbst regeneriert. Was für Heilungsfähigkeiten? Wie schnell habe ich mich erholt? Ich verstehe, Krieg? Ich kann nicht in den Krieg sehen. Ich meine, wir wissen ja schon von den Heilungsfähigkeiten. Wir haben jetzt ja mitbekommen, wir wurden geköpft und sind hinterher wieder aufgewacht. Das würde ich schon als Fähigkeit zur Selbstheilung anerkennen, aber wie schnell ging das denn? In weniger als einer Stunde hat man mir gesagt. Das ist wirklich beeindruckend. Nicht viele Leute wissen, was nach deiner Enthauptung passiert ist. Es hätte für zu viel Aufregung gesorgt. Dein Lord hat irgendwas erzählt von wegen, dass du freigelassen wirst, wenn du beim Beenden dieses Krieges helfen kannst. Dennoch wäre es dir nicht erlaubt, in Feline zu leben, wo jeder deine Hinrichtung gesehen hat. Lord Second könnte womöglich Probleme kriegen, wenn er einen Demonheart in seiner Stadt Unterkunft gewährt. Demonheart. Eigentlich verstehe ich, was sie meint, aber ich will trotzdem nochmal nachfragen. Vielleicht kriegen wir mehr Informationen. Ja, das ist nur die süße Bezeichnung für das Dämonending, das du bist. Dämonending. Jetzt klingst du schon wieder nicht mehr ganz so, als würdest du uns für Menschen halten, aber gut, du bist immer noch nett. Oh, I almost forgot. You received a letter from your lord. Ich mag die Stimme, die klingt... Sie hatte was Spezielles an sich, ich finde die voll gut. Ein Brief von meinem Lord. Sagt ihr mir darin, dass er mich kacke findet und ich will, dass ich zurückkomme? Hallo Kätzchen. Was steht denn da? Ganz eindeutig nicht für mich gedacht. Schau dir nur diese enge Verpackung und euer mächtiges Katzensymbol an. Ich wollte mich nicht damit rumärgern, ihn zu öffnen. Katzenhirn denkt, er könnte etwas verstecken.
Ich drehe mich einfach um, solange du den liest. Okay, bitte mach das. Gut, du Schlange. Du kannst mit mir lesen. Schmeiß ihn weg. Ich bin mir nicht sicher, eigentlich... Eigentlich interessiert es mich nicht, was er uns sagt. Vermutlich beleidigt er uns. Ja, du kannst ihn mit mir lesen. Oh, prächtig. Prisoner, if you are reading this, then an agent of Skarswall by the name of Rose Jaden has already given you your orders. Du hast die Offiziere von Skarswell als deine Vorgesetzten zu behandeln. Du sollst sie nicht töten, wie du es unserer Wohltäterhexe angetan hast. Ich hab sie nicht getötet, Herrgott. So charmant. Ja, nicht wahr? Er ist ein richtiges Herzchen. Ich hoffe, mein Brief wurde nicht von den falschen Händen geöffnet, denn ich habe einige Worte der Warnung für dich. Das war so klar. Das wird bestimmt gut. I have always said, a feline convict is worth more than a Scotswold ambassador. Und jetzt nimmst du das zurück? ich schätze, ich hätte dich das nicht lesen lassen sollen. Könntest du doch besser wechseln, bitte? Ist der ein Idiot? Wir fragen mal, ist er ein Idiot? Ja, ist er. Aber ich wusste eh schon, was er über uns denkt. Die Skarsweller sind nur untereinander treu und auch nur, um ihre eigene Haut zu schützen. Dennoch glaube ich, dass sie diesmal das tun werden, was in unser aller Interesse liegt. Der Form nach hat noch immer einer meiner Männer das Kommando über das Lager. Melde dich bei ihm und teile keine unnötigen Informationen mit den Skarswallern. Oh, du kannst dich darauf verlassen, dass ich Rose alles erzähle. Ganz ehrlich, nachdem er uns hat hinrichten lassen wollen, ohne einen Prozess. Ich weise nochmal darauf hin, ja. Kein Prozess. Ganz ehrlich, der Typ hat jegliche Treue von mir verloren. Okay. Sie werden sich sicherlich informiert halten. Oder dich? Na, warte mal. Dich? Ne? Doch, sich informiert halten. Ich dachte gerade schon. Ah, er ist so undankbar. Wir hätten seine Familie vor den Worgs fressen lassen sollen. Wie hätte ihm das wohl gefallen? Die meisten unserer Männer wissen nicht, was du bist, und ich fordere dich auf, ihnen nichts davon zu erzählen. Ich arbeite deinetwegen jenseits der Gesetze des Königs. Du bist unter der Bedingung freigelassen, dass du meinen Befehlen folgst. Leiste dir einen Fehltritt und meine Männer werden dich jagen und in das Verlies zurückbringen. When you return from your mission, you will be granted a new trial. Eine neue Verhandlung? Das klingt ja fast so, als hätte ich eine Verhandlung bekommen. Ich fasse das nochmal zusammen, ja? Nur falls es jemand vergessen hat. Wir waren zu Hause. Da ist die Stadtwache aufgetaucht, hat uns gesagt, dass wir Orchid umgebracht haben und haben uns sofort und ohne Unterbrechung zur Guillotine geschleppt, wo der Lord beschlossen hat, dass wir schuldig sind und wir hingerichtet wurden. Das ist keine Verhandlung. Ja, selbst im mittelalterlichen Sinne ist das keine Verhandlung gewesen. Nicht, dass sie mir überhaupt jemals eine geht. Dankeschön. Schon drauf gewartet. Wie stümperhaft. In Skarsgård hättest du zumindest eine vorgetäuschte bekommen. Come with me. You'll need to wash yourself and don some armor. Okay. Kleidung. Oh Gott, wir bekommen wieder Kleidung, die vermutlich nicht nur das Nötigste bedeckt und so. Vermutlich war es in dem Verlies echt kalt. Rüstung? Okay. Ja, ist okay. Ich kann mir denken, warum die Rüstung das ist. Wir gehen weiter durch das dunkle Gebäude, bis wir bei einem seltsamen Raum ankommen. Klicke auf ein Objekt, musst du untersuchen oder... Wir untersuchen erstmal die Dinge. Da sind ein paar unbesetzte Zellen entlang der Wand. Wer weiß, wie lange die schon leer stehen. Ist das ein Sarg? Ja, das ist ja... das ist ein Bad. Ernsthaft, ein Bad? Das sieht aus wie ein Sarg. Es gibt ein improvisiertes Bad hier. Gemacht aus einem alten Sarg, denke ich. Ja, das sieht definitiv nach Sarg aus. Da ist ein Durchgang. Dieser Durchgang endet mit einem großen Metalltor. Das könnte der Ausgang von dem Gebäude sein. Ketten und Fesseln sind überall, zusammen mit noch ein paar anderen Gerätschaften, um jemanden zu bändigen. Wie viele Gefangene kann dieser Ort wohl halten? Ein zerbrochener Spiegel an der Wand reflektiert die dunklen Umrisse der Folterinstrumente, die verstreut herumliegen. Es ist so lange her, seit ich mein Spiegelbild das letzte Mal gesehen habe.
Oh. Das ist eine Narbe. Und was für... Ach, du Heilige. Okay. Da sieht man aber extrem gut, dass wir eigentlich... Das Erste, das meine Aufmerksamkeit packt, ist die Narbe, die sich über meinen Hals zieht. Also, wir sehen immer noch lebendiger und besser aus, als ich erwartet hatte, aber die Narbe ist echt nicht zu übersehen. Unnatürlich dunkel und gezackt verseucht sie mein Erscheinungsbild. Ich kann meine Augen nicht von ihr abwenden. Bleibt nur zu hoffen, dass andere nicht so auf sie fixiert sein werden. Vielleicht kann ich sie mit Kleidung verstecken. Sind wir denn schon fertig? Nein, noch nicht. Okay, wir dürfen uns noch ein bisschen weiter umsehen. Hier sind ein Buch. Ein Buch auf dem Regal lädt mich dazu ein, es aufzuheben. Aber das sollte ich nicht tun, während Rose zusieht. Sie sieht aus, als wäre sie in Eile. Ich gehe davon aus, dass die Rüstung, die Rose... Ich gehe davon aus, dass es die Rüstung, die Rose erwähnt hat. Sie wartet auf mich. Zusammen mit einigen sauberen Kleidungsstücken. Endlich. Aber hier muss noch mehr sein, was ich noch nicht gesehen habe. Oder? Es ging doch immer von alleine weiter, wenn ich mir alles angesehen hatte. Oder? Ich fahre das jetzt einfach mal so ab, um rauszufinden, was ich noch nicht gesehen hatte. Ah, hier vielleicht noch irgendwas? Ah, da, hier. Stacheln. Noch ein paar mehr Stacheln. Entzückend. Ich kann von Glück reden, dass hier kein Folterer arbeitet mit all dieser vorhandenen Ausrüstung. Ich kann nur erahnen, was für Dinge hier früher passiert sind. Don't just stand there. Get in the water. Okay, wir haben alles gefunden, deswegen geht's weiter. Hey, baden, sauber werden. Wenn du fertig bist, nimm die Rüstung da. Sie hat bei mir gehört. Ich warte draußen auf dich. Mach keine Dummheiten. Rose verschwindet durch den dunklen Durchgang und ich bereite mich darauf vor, in das gruselige Sargbad zu steigen. Das Wasser ist nicht sehr warm, doch in diesem Moment fühlt sich seine sanfte Berührung an wie ein Luxus. Im Wasser habe ich einen kurzen Moment der Erleichterung. Nichts kann wegwaschen, was sie mir angetan haben, aber ich bin gerade so nah an der Freiheit. Bald werde ich mein Leben zurückhaben. Ich werde meine Unschuld beweisen und zu meinem friedlichen Leben zurückkehren. Alles wird wieder wie früher. Es wird zwar nichts mehr sein wie zuvor, aber ich werde dieselben Fehler nicht noch einmal machen. Sobald ich hier raus bin, werden sie alle bezahlen. Nein. Also ich bin mal nicht so optimistisch, dass ich sage, wir haben unser Leben zurück. Wir haben gehört, wieso man uns freilässt. Und es wird garantiert nichts wieder so wie früher werden. Und ich weiß auch nicht, ob wir in unser früheres Leben zurück wollen. Ich würde eher sagen, das hier. Es wird zwar nichts mehr sein wie zuvor, aber ich werde dieselben Fehler nicht noch einmal machen. Nachdem ich mein Bestes getan habe, um mich selbst sauber und trocken zu machen, nehme ich die Rüstung, die Rose mir hinterlassen hat. Es ist eine robuste Lederrüstung, wunderschön hergestellt, aber vielleicht ein bisschen alt. Sie wurde gemacht, um zu schützen, ohne zu behindern, wie eine Art Schurkenkrieger. Irgendetwas stimmt mit dieser Rüstung nicht. Da scheint etwas unter dem Gürtel festzustecken. Es ist rausgefallen. Was ist das? Gift? Wenn das Arbeiten mit Orchid mir irgendwas beigebracht hat, dann, dass das hier auf keinen Fall ein Heilmittel ist. Das ist so falsch. Wieso würde Rose so etwas überhaupt besitzen? Die Flüssigkeit sieht klar aus und hat keinen Geruch. Ich schätze, sie soll jemandem ins Essen oder Trinken gemischt werden. Ich habe absolut keine Verwendung dafür und dass es bei mir gefunden wird, will ich auch nicht. Ich werde mir später überlegen, was ich damit mache. Fürs Erste behalte ich es. Na, dann fangen die guten Zeiten ja endlich an. Ich wünschte, ich hätte mehr versteckte Waffen wie diese. Ach du je. Ich glaube zwar wirklich, es wäre eine schlechte Idee, dass sie bei uns gefunden wird. Andererseits, Rose ist bei uns. Und wenn das Rose alte Rüstung war... Ich kann mir schon vorstellen, warum sie die braucht. Also, sie ist eine Schurkin, sehr wahrscheinlich. Also, von der Klasse her, wenn wir jetzt in dem RPG sind, von der Klasse her. Und ich glaube schon, dass sie berechtigt dazu ist, sowas mit rumzutragen. Also behalten wir fürs Erste.
Vielleicht könnte sie uns irgendwann das Leben retten. Rose Gift. Ist noch. Ich guck erstmal nach. Rose Gift, hier. In der Rüstung, die Rose mir gegeben hatte, fand ich ein kleines Fläschchen mit Gift. Diese Art von Gift kann jemandem unters Essen gemischt werden. Hier ist noch etwas, das meine Aufmerksamkeit erregt. Mir ist dieses Buch bereits aufgefallen, als Rose noch hier gewesen war. Aber ich dachte, sie würde mir nicht erlauben, es genauer zu begutachten. Das sieht ja nett aus. Als ich es aufhebe, sehe ich einen Dämonenkopf auf dem Einband. Außerdem sieht das Buch alt aus. Vorsichtig öffne ich das Buch und blättere durch die Seiten, nur um festzustellen, dass das Buch leer ist. Ich habe es vermisst, etwas schreiben zu können. Vermutlich könnte ich Schreibmaterial improvisieren. Mir geht so vieles durch den Kopf, an das ich mich erinnern muss. Ich glaube nicht, dass es jemandem auffallen wird, wenn es weg ist. Tagebuch aktualisiert, Kapitel 1, Abstieg. Hier. Dann lesen wir mal. Nach dem mysteriösen Tod meiner Dienstherrin Orchid wurde ich als ihr Mörder exekutiert. Als ich wieder aufstand, wurde behauptet, ich sei ein Demonheart und man sperrte mich in einem unterirdischen Verlies ein. Gefühlt einige Monate später veranlasste Lord Second den Befehl für meine Freilassung. Er arbeitete nun mit dem Scarswallern zusammen, obwohl er immer gesagt hatte, er würde ihm nicht trauen. Lord Second ließ mich unter der Bedingung frei, dass ich seinen Soldaten irgendwie bei einigen Schwierigkeiten im Wald helfe. Würde ich seinen Befehlen folgen, versprach er mir eine neue Verhandlung. Sollte ich versuchen wegzulaufen, würde er mich jagen. Ja, wir haben ja echt schon eine ganz tolle Verhandlung bekommen. Ich sehe mich erneut im Spiegel an, ich gehe raus im Fuß. Nein, wir gucken erstmal in den Spiegel, wie wir jetzt aussehen, so endlich mal wieder gewaschen. Okay. Die Narbe hat kein Stück. Es hätte ja sein können, dass sie einfach durch den Dreck sichtbarer ist. Oder? Jetzt bin ich wieder sauber und ordentlich. Aber vielleicht ein bisschen blass wegen der Zeit im Gefängnis. Ich gehe raus, um Rose zu treffen. Kapitel 2, Träumerei. Ich habe ja eigentlich gesagt. Spiel gespeichert, dankeschön. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich würde nur das erste Kapitel spielen, aber ich. Muss gerade ganz ehrlich zugeben, ich bin sehr neugierig und wir spielen zumindest noch ein Stückchen weiter. Und ich habe jetzt über Weihnachten die Kommentare, also halt so die ganze, ja, auch schon in der Woche davor, habe ich einfach keine Zeit gehabt, Kommentare zu lesen. Deswegen, ich würde jetzt dann aber gucken, ob jemand möchte, dass ich es weiterspiele. Und vielleicht spielen wir es dann einfach tatsächlich noch ein wenig weiter oder vielleicht sogar durch. Ich weiß nicht, ich finde das so gut, ich möchte eigentlich nicht aufhören. Egal, Kapitel 2, Träumerei. Licht. Tageslicht. Ja, oh Gott, das ist Monate her. Was haben wir hier? Hier ist nichts Neues. Warum ist das Tagebuch dann rot? Okay, ich weiß nicht, warum das Tagebuch rot... Ach, jetzt ist es nicht mehr rot. Okay. Warte mal, stand da bei Kapitel 1 irgendwas Neues? Nein. Okay. Das Licht des Tages blendete schön. Vor uns enthüllte sich ein vertraut aussehender Wald. Ich atme die frische Luft ein und fühle mich wieder lebendig. Nice forest here in the north. Ja. Oh Gott, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie es wohl sein muss, wenn man monatelang in einer kalten, abweisenden Zelle saß. Niemand, kein Tageslicht. Man hat komplett verloren, welche Zeit es gerade ist. Vielleicht könnten auch Jahre vergangen sein, vielleicht doch nur Wochen. Man hat einfach kein Zeitgefühl mehr und dann plötzlich, endlich sieht man wieder Tageslicht. Das muss so schön sein. Wir sind immer noch weit weg vom wirklichen Norden, aber ja, was habt ihr in Scarswell eure verbrannt? Ich atme tief ein. Ich glaube, ich genieße das einfach mal. Huch! Okay. Rose sticht mir in den Unterarm. Autsch, du verrückte Schnappen, dein Autsch. Ihr Dolch ist ein gutes Stück in mein Fleisch gedrungen. Blut beginnt aus der Wunde zu fließen, als sie ihn wieder herauszieht. In dem Versuch, die Blutung zu stoppen, greife ich nach meinem schmerzenden Arm. Tut mir leid. Sie lächelt,
als wenn sie nicht gerade versucht hätte, mich ausbluten zu lassen. Let's see how quickly you heal. Danke, du hättest mich warnen können, weißt du? Hast du mich etwa befreit, nur damit du mich umbringen kannst? Was meinst du damit? Wir haben ja schon gefragt. Sie hatte vorhin gemeint, wir haben in einer Stunde sind wir wieder aufgestanden, nachdem man uns geköpft hat. Ich dachte, du wärst freundlich. Ich greife sie mit bloßen Händen. Ja, genau, ich greife sie jetzt an. Sie hat ein Messer, wir nicht. Umbringen wir sie. Sie will uns ja nicht umbringen. Sie möchte sehen, wie schnell wir heilen. Ich dachte, du wärst freundlich. Bin ich, Schätzchen. Du regenerierst. Mit so einer Kleinigkeit könnte ich bei dir nicht viel anrichten. Lass mich mal sehen. Sie nimmt meinen Arm und schiebt meine Hand von der Wunde weg. Fast verheilt. Erstaunlich. Tatsächlich. Die Blutung scheint gestoppt zu haben. Das hätte ich nicht schaffen können, nur indem ich meinen Arm festdrücke. Ja, mein Kopf ist anscheinend nachgewachsen, nachdem sie ihn abgetrennt hatten. Willst du mich jetzt abschlachten, nur um das auszutesten? Schön für dich. Jetzt stich mich nicht nochmal. Ich verstehe nicht, wieso das überhaupt möglich. Doch, ganz ehrlich, wenn wir in Demonheart sind, wir haben es erklärt bekommen. Willst du mich jetzt... Ich glaube, schön für dich, jetzt stich mich nicht nochmal ab. Selbstverständlich nicht. Ich musste sicher gehen, dass dein Lord mir die richtige Person ausgehändigt hat. Fair enough. Here, take the knife. You'll need some weapons for your journey. Danke. Ich möchte das nicht anfassen, okay? Danke, schätze ich. Hast du keine Angst vor mir? Ja, ich glaube, sie kann sich wehren. Wollen wir dann los? Du wirst ziemlich dringend gebraucht, weißt du? Menschen sterben da draußen und so weiter und so fort. Und so weiter? So sehr kümmert dich das? Wie soll ich denn ihr Sterben verhindern? Ja, wir sollen die Worge töten. Also man... Was genau wird von mir verlangt, dass ich die Worge töte? Das ist perfekt. Der einzige Weg, wie ich es noch besser machen könnte, wäre, wenn ich ginge und sie eigenhändig umbringen würde. Okay, und so weiter. So sehr kümmert dich das? Man hört viel zu viel über das Elend des Krieges, wenn man in meiner Position ist. Hört ihr Bürgerlichen nicht das Gleiche? Davon abgesehen ist dieser Krieg besonders langweilig. Sie kämpfen nicht einmal gegen andere Menschen, sondern einen Haufen Wölfe. Are you getting excited over meeting my friends from the Scarswall Council? Nicht so sehr, wie ich befürchte, dass ich nochmal ein paar Mal angestochen werde, damit jemand sieht, dass du die Richtige hast. Außerdem habe ich gehört, die sollen unfreundlich sein. Aber ich würde gerne den Typen wiedersehen. Der mit der dieser schönen, dieser tiefen, ja, dieser Stimme. Der Typ, der uns einen Muffin gebracht hat, den wir nicht gegessen haben. Scarswell-Rat, was ist das? Sicher? Was für Freunde? Ja, was für Freunde? Oh, sie sind ganz herzallerliebst. Jarlin und Brash, ich bin sicher, du wirst sie kennenlernen. Ich denke auch, wir werden sie kennenlernen. Mal ganz nebenbei, jeder von hier bis Scarswell hat davon gehört, dass du und der Kommandant eigentlich heiraten wollt. Kommandant? Ich kann nicht glauben, dass dieses Schwein damit rumprahlt. Naja, meine Familie stammt aus armen Verhältnissen und er hatte das Potenzial, reich zu werden. Wie hätte ich da Nein sagen sollen, als er mir seine Liebe verkündet hat? Das haben sie falsch gehört. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er damit prahlt. Mal ganz nebenbei, jeder von hier bis Scarswell hat davon gehört, dass du und der Kommandant eigentlich heiraten wolltet. Ich könnte jetzt sagen, das haben sie falsch gehört, weil, aber eigentlich hat es ja gestimmt, ja. Wie kann dieses. Ich sag mal Schwein. Ganz ehrlich, jede Gelegenheit, Mark zu beleidigen, ist eine gute Gelegenheit. Er scheint von seiner Aufgabe recht erschüttert zu sein. Bei den Rekruten über eure Beziehung zu prahlen, ist für ihn wohl wie eine Auszeit von seinen eigentlichen Pflichten. Wie auch immer, ich bin überrascht, dass dieses jämmerliche Kerlchen überhaupt auf Mädchen steht. But we've lost those lads enough time. Let's go. Dann gehen wir mal. Sollen wir hier an der Stelle einfach mal Schluss machen mit der Folge? Ich klick mal noch weiter. Okay, wir hören mal hier auf. Das ist diesmal. Letztes Mal habe ich echt eine unschöne Stelle zum Pause machen gefunden. Hier ist es ein bisschen besser. Ich habe nur immer Angst, dass dann so, oh, neue Szene und dann kann ich nicht aufhören. Dann war es das jetzt erstmal. Wir sind im zweiten Kapitel. Ich würde tatsächlich noch ein bisschen weiterspielen. 5 gibt es insgesamt. Und das erste war jetzt halt sehr, sehr viel vor. Wir haben im Prinzip ja noch nichts wirklich von den Dämonen mitbekommen, außer dass wir scheinbar selber zu einem geworden sind. Einem Demon halt. Kein echter Dämon. Ich würde noch ein bisschen weiterspielen, glaube ich. Ich dachte auch, das einzelne Kapitel ginge vielleicht länger. Also irgendwie habe ich gedacht, ich spiele jetzt das hier bis
ja, bis zum Ende des Jahres und dass es hindern würde. Ich habe aber auch gedacht, ich würde vielleicht weniger. Egal, wir spielen noch ein bisschen weiter. Und wenn ihr mir mitteilt, dass ihr das gerne weiter sehen möchtet, dann kann es auch sein, dass wir es durchspielen. Gucken wir dann mal. Macht euch auf jeden Fall noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Demon Heart. Ich persönlich bin echt gespannt und vor allem, ich möchte wissen, wer dieser Typ ist mit dieser Stimme. Und ich könnte mir... Ach, eigentlich möchte ich alle Charaktere gerne nochmal wiedersehen und wissen, was aus ihm... Ich würde auch gerne wissen, was aus Chance geworden ist. Und vielleicht sogar aus Pebble. Und aus Ari. Ich hoffe, wir sehen Ari nochmal wieder. Und ich mag Rose. Und die Wache würde ich gerne als dekorativen Fleck an der Wand nochmal wiedersehen. Und Mark möchte ich nochmal sehen, um ihn in den Hintern zu treten. Und ihr merkt schon, ich habe die Hoffnung, dass da noch einiges kommt. Gut, also nochmal. Macht euch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.